Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Crash Bandicoot mit der Inka. Genau, die letzte Folge war ja auch etwas heiter mit dem Endgegner. Aber ansonsten ganz cool. Wir sind jetzt ja bei den Piraten gelandet. Und wir starten auch gleich direkt weiter, aber ich möchte noch mal ganz kurz mein Skin jetzt, glaube ich, ändern. Den müssen wir uns noch freispielen. Ja, machen wir das mal so. Sind wir mal anders angekleidet. Alles klar. Großer Fang. Damit geht's weiter. Ey, oh. Was ist da bloß passiert? Es hat in meinem Controller vibriert. Durchhalten, ich komme. Okay. Spielen wir mal jemand anderen. Okay. Was haben wir denn da jetzt Neues hier? Du lässt mich mal in Ruhe. Hakenschuss stand da gerade, ne? Ich habe verpasst, auf welchem Knopf. Ah, R2, okay. Okay. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Ah, oh, ich kann hier drauf. Okay, ja, sorry, ich muss hier ein bisschen ausprobieren. Aber gut. Ich glaube, wir konnten da drauf laufen auf dem Steg. Soll wohl eine Moräne darstellen. Yay! Oh, das habe ich übersehen. Hier werden wir beschossen mit Kanonenkugeln. Sehr, sehr cool. Ah, okay. Immer wieder neue Fähigkeiten hier. Da ist der versteckte Kristall. Den wollen wir uns holen. Yay! Stehe irgendwie nicht gut.
Au. Wo muss ich da gar hin? Ich glaube, da runter. Ich glaube, da runter. Ah, ne, Wandsprung. Ah, okay. So. Oh. Da ist ein Akku, weil ich jetzt hier so runterspringe. Ah, da, ich hab's gesehen. Gut, dass ich mich nochmal umgeschaut habe. So, und jetzt? Wo soll ich hin? Da oben müssen wir irgendwie rankommen, ne? Aber wie? Ah, okay, müssen die tatsächlich runter. Oh, oh, oh. Du lässt mich mal schön in Ruhe. Nicht mit mir. Oh. Ah, da war ein Haken. Ja, ja. Oh. Schade, jetzt haben wir schon wieder die Lebenszahl überschritten. Aber wir haben zumindest ja schon mal den versteckten Kristall gefunden. Das ist ja schon mal ganz cool. So, diesmal haben wir sogar unseren Akku behalten. Okay. Vielleicht können wir weiter schwingen. Das muss ich nochmal ausprobieren. Wir kriegen das noch hin. Ey, ich hab dich doch... Oh... Hey, ich hab dich getreten. Warum verliere ich mein Akku? So, und hier werde ich jetzt mal ein bisschen weiter schwingen. Aber ich scheine hier nicht weiter... Wo soll ich denn hier hin? Das reicht ja nicht. Das haben wir ja schon... versucht. Oder habe ich hier hinten irgendwas übersehen? Hm. Ach da, R2. Oh, okay. Im letzten Moment gesehen. Na gut. Dann wissen wir das jetzt auch.
Oh, ich habe vergessen, dass da... Oh ja. Ja, du kannst jemand anderen fressen, aber nicht mich. Oh Mann. Ach da, R2, ich sehe schon. Yay. Ja, man musste die Augen gut aufhalten, um das alles auch zu sehen. Naja gut, aber wie oft hat man damals Crash 1, 2 und 3 durchgespielt? Also das habe ich gefühlte 20 Mal durchgespielt und irgendwann konnte man natürlich jeden Schritt... Oh. Krakerig. Kanonenkugeln. Hoch hinaus. Weil die sind ja schon witzig hier, diese Riesenpilze. Aua. Ich glaube, es könnte dies werden. Das versuche ich nochmal. Ganz rein aus der Ehrgeiz jetzt. Ich habe eh schon meine Überlebenszahl überschritten. Das war doch schon mal ganz gut. So. Wo soll ich hier hin? Ah, okay. Das hatte ich übersehen. Augen aufs Ziel. Yay. Wir haben es geschafft. Oh, uns fehlen nur 3 Kisten. Die da oben standen, glaube ich. Die haben wir verpasst. Aber na gut. Wir haben immerhin den verborgenen Kristall gefunden. Danke vielmals. Was? Tonne? Du bist anders.
Nicht aus unserem Universum. Schön, euch zu sehen, Leute. Es ist für mich schon lange her. Wir haben uns aus den Augen verloren, was? Ja, so kann man es nennen. Was denn? Sind wir tot oder so? Was? Nein, nö. Nein, 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 definitiv nicht. Wie läuft in eurer Dimension? Wie immer. Fiese Wissenschaftler streben nach interdimensionaler Herrschaft. Ha! Und? Was sammelt ihr so? Kristalle? Mm-mm. Klunker? Masken. Oh, cool. Na dann mal viel Glück. Was? Du kommst nicht mit? Sorry, ich bleib solo. Aber ich helfe, wo ich kann. Hab ich sogar schon. Oh. Okay. Dann gehen wir mal ins nächste Level. Aha. Tavana hat ihre eigenen Pläne. Spiele ihre Zeitstrahlen, um zu sehen, wie ihr Weg den von Crash und Coco kreuzt. Ah, das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Das können wir uns ja gleich nochmal anschauen. Aber erstmal gehen wir hier ins nächste Level. Und dann zum Abschluss gehen wir gleich nochmal gucken, was wir da uns freigeschaltet haben. Also man hat hier auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Sachen, die sie tatsächlich dann ja eingebaut haben, auch mit den Tapes, die man finden kann, um halt in der Vergangenheit quasi zu spielen, und finde ich schon sehr cool. Oh, ich dachte, ich wäre... Okay, dann springe ich drüber. Wir springen drüber. Wir haben gelernt. Und immer schön die Augen aufhalten für unsere Kristalle. Oh. Das ist sehr witzig. Er ist erst dann sein Fisch, und dann schmeißt er uns mit den Gräten. Oh nein! Und da war der Checkpoint. Ich wollte doch nur meine Kiste haben.
Ach Mann. Das macht nichts. Wir schaffen es jetzt. So. Aber es ist echt schon ganz cool gemacht hier, finde ich, die ganzen Levels, die wir bisher hatten. Und auch gerade so die... Och Mann! Oh, die Piratenwelt. Jetzt haben wir schon wieder unser Leben verspielt. Das ärgert mich jetzt. Das war ja meine Dummheit gerade. Manometer. Oh, das war knapp. Beinahe hätte er uns hier mit seinen Fischgeräten abgeworfen. So, jetzt aber. Oh, wir dürfen das Boot fahren. Jetski hier. Mal schauen, wie das so wäre. Juhu. Oh, oh, wo muss ich da... Ah, die Werbe. Das kennt man ja schon aus den früheren Teilen. Bloß nicht reingeraten. Yay. Da wäre ein Tape gewesen. Ich glaube, die kriegt man vermutlich mal, wenn man bis dahin nicht mehr als dreimal gestorben ist. Das habe ich irgendwie noch nicht so gut hinbekommen. Aber gut. Oh, das war irgendwie verkehrt gedacht gerade. Ah, da unten. Ach, was war das? Ob es hier auch irgendwie Riesenkraken gibt nachher, die gegen uns kämpfen oder so? So als Endgegner oder sowas? Das war zu schnell. Das muss man irgendwie besser abpassen. Aber wie? Das wird dann ja knapp mit der Zeit. Aber so ungefähr, wie ich das hier jetzt gerade getan habe, dass ich einen Moment stehen bleibe.
Aha. So, das hat geklappt. Ja, die lassen sich hier schon gemeine Fallen einfallen. Oh nein, Kisten vergessen. Na gut. Aua, das war nicht gut. Oh, ist das fies. Fies, fies, fies. Oh, oh, da muss ich runter. Oh, Mann. Naja, gut. Wir haben nicht alle Kisten, aber es ist nicht so schlimm. Ach da. Riesenminen. Hier ist Vorsicht geboten. Ah, lass mich. Au. Oh, habt ihr gesehen? Ich glaube, da war so eine Plattform für so ein extra Level, wenn man das bis dahin schafft. Ich schaue es mir gleich mal an. Also sah so aus. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Dass man doch damals irgendwie auch Freilevel spielen konnte, wenn man bis zu einem gewissen Punkt gekommen ist, ohne zu sterben oder irgendwie vorher ein anderes Level gemacht hat und da irgendwie ein Sonderweg gelaufen ist. Dann gab es so extra. Ah, Mann! Gab es so extra Wege, wo man sich freigespielt hat. Kann sich alleine fressen. Da, das meinte ich. Hier hätte man sich wahrscheinlich da. Finde den versteckten grünen Edelstein in einem anderen Level. Aha, genau, okay.
Ach, das ist ja wieder was. Wir wollen hier nicht von den Haien gefressen werden. Au! Ach Mann! Ja, ich verliere, ihr merkt es ja, ich verliere auch gerne mal die Geduld, wie ihr das ja schon ein paar Mal miterleben durftet. So, das da unter ist, glaube ich, nur eine. Verstehe ich nicht, warum ich die gerade nicht getroffen habe. Getroffen habe. Ich kann noch da drauf hüpfen. Ja, ihr könnt mir übrigens vielleicht, wenn ihr Lust habt, unter die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel auch schon gespielt habt oder vorhabt es zu spielen und wie ihr das Spiel findet. Würde mich interessieren. Also ich finde es, wie gesagt, im Gegensatz zum ersten, zweiten, dritten Teil natürlich mega coole Level. Aber es ist zum Teil echt... Mann, warum treffe ich diesen Kack nicht? Entschuldigung. Zum Teil sehr stressig, weil man so viele neue Funktionen hier hat. Und das ist dann halt schon irgendwie zum Teil... Also finde ich nicht ganz leicht. Aber ich denke mal, wie gesagt, wenn man das dann vielleicht auch zwei- oder dreimal spielt, dann wird man das irgendwann auch vernünftig können. Und ich bin ja, wie gesagt, sowieso so ein kleiner Freak. Mit euch spiele ich jetzt die Story. Aber, ich persönlich werde mir, mit Garantie dann nochmal die Zeit nehmen, irgendwann... Und die Level nach und nach, hier abarbeiten, um alle Kisten zu sammeln und Diamanten und so. Also da war ich schon immer so gefühlt. Das habe ich auch schon in den ersten Teilen gemacht. Oh, Mano. Oh, ehrlich. So, geht woanders hin und esst euren Fisch. Mann, no.
Ja. Ich finde ja auch echt noch ein paar Kisten. Nein! Och, Mann, oh. Ja, das ist dann immer so, das finde ich dann immer anstrengend. Aber das fand ich auch schon bei den ersten Teilen anstrengend. Wenn ich irgendein Level hatte und dann hängt man da Ewigkeiten dran und dann ist es irgendwann wirklich so auch eine Konzentrationssache. Also, es geht mir zumindest so. Und dann verliere ich dabei halt manchmal die Geduld. Aber jetzt so die Piratenkarte. Ich meine, es ist ja auch erst die zweite, so gesehen die dritte. Aber die Piratenlevel bringen bisher am meisten Spaß. Weil die finde ich schon ganz cool gemacht hier. Ja, lasst mich jetzt bloß in Ruhe. Okay. Den Kristall haben wir ja bisher noch nicht gefunden. Okay. Der Strudel hat uns gefangen. Ah. Vielleicht lässt du mich einfach in Ruhe. Oh, da wäre eine goldene Bombe gewesen. Ah. Och Mann, wie soll man das denn schaffen? Mann. Und dann immer wieder von vorne, echt. Ja. Dann lass diese eine Kiste da weg. Ah. Sorry, Leute, aber das finde ich anstrengend. Sowas finde ich anstrengend. Sowas finde ich wirklich sehr anstrengend. Das nervt mich dann auch selber total.
irgendwann ist dieser Stresspegel total ausgeschöpft. Na gut, die beiden haben sich zumindest schon mal erledigt. So, jetzt habe ich aber beide da. Und das ist dann... Da kommt noch ein dritter. Das ist echt... Wie soll das dann funktionieren? Sowas macht mich richtig aggro. Sowas nervt mich dann. Total nervt mich sowas. Ja, ihr dürft Inka gerne auch mal so alle machen. Und ich wollte meine Maske gerne behalten für den Hintern. Ich glaube, ja, jetzt haben wir ihn erledigt. Boah, das war anstrengend. Ah! Oh nein! Warum? Was soll ich tun? Ah, okay, ich vermute, was ich auch. Das wird denn jetzt ja nur noch anstrengend. Warum muss ich jetzt noch so einen Endgegner hier am Ende haben? Mano. Was soll ich jetzt tun? Das. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, wir müssten die dazu bringen. Ah. Oh oh. Ja, und dann immer wieder von vorne. Das kann jetzt wahrscheinlich noch ewig dauern, bis wir das hinbekommen haben. Oh nein! Luise, das ist ja witzig, wie sie heißt. Na gut, wir wollen Luise besiegen. Wir wollen sie besiegen. Luise, das gefällt dir nicht, wa? Ah. Ich muss so lange wie möglich meine Maske behalten. Was Luise wohl sein mag. Einfach ein Seeungeheuer. Oh nein, jetzt habe ich deshalb... Oh, wie doof.
Ich war gerade unkonzentriert. Luise, Luise. Komm, einmal noch. Einmal noch. Yay. Wir haben Luise besiegt. Na gut. Wir haben Luise besiegt. Auch das war wieder eine etwas anstrengendere Folge. Aber ich glaube, damit müsst ihr euch abfinden. Bei Inke wird es nie ruhig sein. Arcano! Die dunkle Materie in Person! Vorsicht, Crash! Er ist schwerer als... No! Oh, gut. Du bist wach. Okay, zwei Masken haben wir. Bleiben zwei. Meine Panik lässt endlich nach. Vorher lag sie bei 10. Jetzt ist sie nur noch bei, sagen wir, 9,78. Ach ja, diese Bandicoots wollen helfen. Bandicoot. Folgt mir. Ohne Umschweife. Ich liebe ihn. Okay. Die neue Dimensionskarte wahrscheinlich. Das sieht bunt aus. Bunt und schön. Na gut. Aber wie das hier weitergeht und was uns hier so erwartet, das schauen wir uns natürlich beim nächsten Mal an, ihr Lieben. Und ja, ich verabschiede mich bei euch. Ich sage Dankeschön fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.